Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Auf Anregung eines Community-Mitglieds mache ich heute mal ein Video zu dem Thema Narben entstören und auch eine Meditation und eine Übung. Das ist ja gerade auch in der Alternativmedizin und auch bei der Energetik werde ich immer wieder gefragt, was kann man denn tun, um Narben zu entstören? Und gibt es da vielleicht irgendwelche Techniken dafür? Grundsätzlich, wie kommt man auf die Idee, dass Narben eigentlich stören? Also man kann sich das ja so vorstellen, dass überall, wo der Körper verletzt wird, hinterlässt das natürlich sowohl physisch eine Narbe als auch im Energiefeld eine Narbe. Und manche Sachen verheilen ganz gut und andere nicht so gut. Das kommt dann immer darauf an, auch wie diese Operation einfach energetisch wirkt, also wie dieser Eingriff dann auch energetisch einzuordnen ist. Und ich habe da schon wirklich Sachen gesehen von Narben, also wo zwei Schnitte waren während einer Operation und ein Schnitt ist super gut verheilt und der andere überhaupt nicht, wo halt dann einfach andere Themen drinnen gehangen sind. Und da muss man immer schauen, wie wirkt denn das auch energetisch mit. Grundsätzlich ist eine Narbe einfach so ein Eindruck, den man hat und ist auch ein gewisses etwas gewisses Emotionales damit verbunden. Wenn du jetzt keine Narben hast, dann kann man das natürlich auch immer auf Körperteile zum Beispiel beziehen, wo man auch gehänselt wurde oder wo man sich selber nicht so wohl fühlt, wo man sich selber vielleicht auch nicht so die Liebe oder die Achtsamkeit gibt, die es vielleicht verdienen würde. Und eine Narbe an sich ist ja jetzt bei den meisten wahrscheinlich mal unvermeidbar. Aber das Wesentliche ist, dass man wirklich schaut, dass man hier dieses Energiefeld wieder zum Laufen bringt. Weil genauso wie der Körper dann vernarbt ist, kann es eben auch im Energiefeld zu so Störflüssen da einfach kommen. Und man kann das dann eben auch bearbeiten. Ich muss jetzt gleich mal dazu sagen, also von der Reihung her oder von der Wertigkeit her hängt meistens noch irgendwas dahinter, hinter der Narbe drinnen oder dran. Also dass es jetzt alleine die Narbe ist, die da so massive Auswirkungen hat, ist eher selten. Also da hat es meistens dann schon irgendwo mehr noch. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kann man da ganz gut damit arbeiten. Und die heutige Übung, also da geht es eigentlich auch darum, diese Narben dann energetisch zu entstören. Und jetzt schauen wir einfach einmal, ich werde das heute sehr allgemein halten, das heißt, du kannst sowohl körperlich als auch dann natürlich vom Seelischen her da gut mitarbeiten und wir werden das einfach mit so einer gewissen Grundenergie einfach mal starten, diese ganze Übung, die einfach so eine Allround-Energie ist, die wir dann gezielt dorthin lenken können, ja, wie durch ein Prisma sozusagen, also was da so gebündelt wird, durch eine Linse eigentlich, ein Prisma gebündelt wird, wo wir dann diese Energie hinschicken können, auch wo wir es körperlich auch brauchen. Gut, dann beginnen wir jetzt einfach mal. Schließ mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt einfach einmal, dass du dich für dich selber in deinem Raum für heilende Energien öffnest, für Heilenergien öffnest. Öffne mich in meinem Raum für heilende Energien. Und jetzt atmest du tief ein und wieder aus und entspannst dich einfach. Und lässt dich ganz angenehm in den Sessel oder das Sofa sinken, auf dem du gerade sitzt oder liegst.
Und du spürst, dass du getragen bist und gehalten bist und dass du in Sicherheit bist. Du kommst heute in eine Frequenz, die sowohl körperlich als auch seelisch wirkt. Und es geht darum, dass Narben entstört werden. Und es gibt nicht nur äußerliche Narben, die sich auf deiner Haut zeigen, sondern natürlich auch Narben von eventuellen Eingriffen, die du erhalten hast. Also überall dort an deinem Körper, wo du Eingriffe, Operationen gehabt hast, überall dort wirkt diese Reise, sowohl innen als auch außen. Und denke auch dran, wenn du mal mit den Zähnen etwas hattest. Also überall dort, wo du Verletzungen in deinem Körper hattest, darf nun eine Entstörung stattfinden. Und wir beginnen jetzt mal in dieser Entspannung, in dieser Heilungsenergie, für die wir da aber jetzt offen sind, einfach mal um Reinigung zu bitten. Das ist einfach eine tiefe energetische Reinigung. Das kannst du dir vorstellen, dass weißes Licht über dein System, über deinen Körper fließt und in dich hineinfließt. Oder auch goldenes Licht. Auf jeden Fall ist es reinigendes Licht. Und das Erste, was jetzt mal gelöst wird, beim Narben entstören, ist immer so diese Hilflosigkeit. Man ist ja ausgeliefert, es wird mit jemandem etwas gemacht, mit dem Körper was gemacht. Es wird reingepiekst, es wird herumgeschnitten. Und jetzt lösen wir erstmal so diese Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und Ohnmacht und Hilflosigkeit wird genau in den Gebieten bearbeitet und gelöst, wo du es jetzt brauchst. Überall dort, wo du Narben hast. Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und diese Ohnmacht und Hilflosigkeit wird aus deiner ersten Schicht, also der Schicht, die dem Körper am nächsten ist, von deinem Energiefeld herausgearbeitet. Und das sind negative Beeindruckungen. Das kann von der ersten Spritze sein, die du als Kind, als Baby bekommen hast und die du dich vielleicht gar nicht mehr so erinnerst. Bis hin vielleicht zu irgendeiner Operation, die du gehabt hast. Aber all das wird jetzt einmal gereinigt. Das Gefühl der Ohnmacht und das Gefühl des Opferseins.
Das Gefühl, dass sich der Körper von selber nicht regenerieren kann oder heilen kann. Das Gefühl, dass der Körper Hilfe von außen benötigt, um heil zu sein. Ganz egal, ob das jetzt um Medikamente geht oder um Eingriffe geht. In deiner ersten Schicht darf jetzt die Selbstheilung zu laufen beginnen. Und auch die Eigenermächtigung. Denn vielleicht hast du schon früh gelernt, dass du gewisse Medikamente brauchst oder dass ein Eingriff notwendig ist. Und all das darf sich jetzt lösen, sodass dein Körper in der vollen Verantwortung, in seiner vollen Kraft, seiner vollen Würde und seiner vollen Lebensenergie neu erstrahlen darf. Du atmest tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie Stresserlebnisse aus dieser ersten Schicht entfernt werden. Also alle negativen Beeindruckungen deiner ersten Schicht werden jetzt gelöst. Und du spürst, wie sich auch innere Nervosität löst und wie dein Körper wieder zuversichtlicher wird und neue Spannkraft entwickelt. Neue Flexibilität. Sämtliche Manipulationsenergien, die in dieser ersten Schicht gespeichert waren, lösen sich jetzt raus. Und du kannst es vergleichen mit der Spannkraft und Unbeschwertheit eines Kleinkindes, das das Gehen lernt. Also wenn das umfällt, fällt es ganz weich und tut sich nicht weh und steht einfach wieder auf. Und genau diese Spannkraft bekommt jetzt deine erste Schicht wieder zurück. Und mit dieser Lebensenergie, dieser Spannkraft, dieser Durchsetzungskraft, dieses neuen Mutes, ist es dir nun möglich, Heilungsenergie zu bündeln und genau zu den Körperteilen fließen zu lassen, die jetzt Heilung brauchen. Und du kannst diese Energie natürlich ganz bewusst auf Narben richten von Eingriffen, die du hattest. Aber wenn dir jetzt keine Operationsnarbe einfällt, oder kein Eingriff einfällt, dann richte es einfach auf ein Organ oder auf einen Körperteil, wie die Hüfte zum Beispiel, oder ein gewisses Gelenk, wo du gerade Probleme hast oder auch wo du verspannt bist. Das heißt, du kannst diese Energie wirklich jetzt ganz frei lenken. Zum Beispiel eine Blinddarmnarbe oder eine Narbe von einer Zahnoperation oder wo dein Zahn gezogen wurde. Vielleicht was in deiner Nase. Vielleicht hattest du mal wo einen Bruch. Vielleicht wurde etwas bei deinen Augen mal gemacht. Egal, wo du Operationen hattest, da richtet sich jetzt Heilungsenergie hin, ein Heilungsstrahl hin. In einer goldenen Energie und in diesem Licht ist alles enthalten,
dass diese Narben entstört werden. Und du konzentrierst dich jetzt ganz bewusst einfach mal auf eine Narbe, einen Körperteil und lässt diese Entstörung dorthin fließen. Wenn du mehrere Stellen hast, dann frage einfach mal drum, was jetzt die wichtigste ist, die jetzt entstört gehört. Und lass die Energie dorthin fließen. Und du spürst, wie du dich mehr und mehr entspannen kannst. Und du spürst auch, wie sich der Körperteil, auf den du dich konzentrierst, jetzt einfach entspannt und immer weicher und klarer wird. Und du spürst, dass diese Heilungsenergie alle Narben, alles Verhärtete, Verknorpelte entspannt, alle Wülste aufweicht und entfernt, sodass du immer klarer und bewusster wirst. Und du spürst nun, wie der ganze Druck von dir abfließt in den Boden hinein und wie eine tiefe Heilung entsteht. Es findet auch gleichzeitig ein Vergeben mit deinem Leben statt und deinem Dasein statt. Dass sämtlicher Stress, sämtliche Anspannungen von dir abfallen und du völlig in eine tiefe Zuversicht eintauchen kannst. Und ein tiefes Urvertrauen in dir geweckt wird. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt den Wandel und die Transformation. Die Erdung, die Würde und die Stabilität.
Du spürst in dir eine neue aufkeimende Leichtigkeit, Zufriedenheit und Freude. Dass sämtliche negativen Beeindruckungen von dir abgefallen sind. Und du immer klarer in deiner Kraft bist. Spüre jetzt mal Rückhalt, Vertrauen, Sicherheit und spür mal, wie gut es sich anfühlt, in einer heilenden Energie zu sein, jenseits von Zeit und Raum, ganz bei dir zu sein, ganz in deiner Kraft zu sein, ganz in deiner neuen Spannkraft zu sein. Und du merkst jetzt, dass diese Klarheit, dieses Vertrauen und diese Heilung bei dir bleiben kann und dass du auf dem aufbauen kannst. Und du atmest tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und du merkst jetzt wirklich, wie du ganz entspannt bist, ganz leicht und völlig frei. Und du bedankst dich jetzt mal bei dir. Und bei deinen geistigen Helfern und Führern und auch bei deinem Körper. Und du spürst, dass diese Energie jetzt einfach fließen kann. Und nun spürst du auch, dass in deinem Körper genug Freiraum ist, genug Platz ist, dass sich auch deine Seele in ihm ausbreiten kann. Und jetzt fährt ein regenbogenfarbenes Licht, also ein Licht in allen Farben, fließt jetzt von deinem Scheitelchakra hinein in deinen Körper. Und das ist dein Seelenlicht. Und es erfüllt deinen Körper bis in die letzten Winkel mit den Farben deines Lebens. Und du spürst die positiven Bahnen des Lebens, der Lebensenergie. Du spürst die Kanäle, die sich um dich herum auftun. Die Straßen, die du gerne gehen wirst, die ideal für dich sind. Und du spürst, dass du absolut im Fluss des Lebens angekommen bist und bereit bist, voller
Würde, Liebe und Zuversicht, deinen Lebensweg weiterzugehen und die Narben der Vergangenheit hinter dir gelassen hast, deine Selbstheilung funktioniert zu 100% und du spürst, dass du klar, frei und voller Kraft bist. Bedank dich jetzt nochmal bei dir, bei deinem inneren Licht, bei allen Helfern und Führern, die dich auf dieser Meditation begleitet haben. Spür nochmal deinen Freiraum und atme tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Streck dich durch und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spür nochmal nach. Und wenn du das Gefühl hast, ganz im Hier und Jetzt zu sein, den Körper gut spürst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst diese Reise natürlich wiederholen, so oft du möchtest. Und du hast ja auch gemerkt, wir sind so durch verschiedene Schichten durchgegangen. Und es hat sehr schön gewirkt. Also ich hoffe, du hast das auch gut mitmachen können. Wenn du eine Frage zu dem Thema hast oder einen Vorschlag für eine Meditation, schreib es mir in die Kommentare rein. Wenn du deine Erfahrungen teilen willst, schreib es auch einfach rein. Lass mir bitte einen Daumen hoch da oder abonniere den Kanal. Also werd Teil der Community, mach Vorschläge, sei aktiv. Ich freue mich natürlich über sämtliche Inputs. Und ich möchte natürlich jetzt zum Abschluss nochmal sagen, alle Begriffe, die ich erwähnt habe, sind nicht im medizinischen Sinne zu sehen. Und das war jetzt auch gar keine Kritik an der Schulmedizin, dass wir hier Narben entstört haben, sondern es soll einfach mal ein Wohlbefinden herstellen auf der energetischen Ebene, auf der Ebene, wo du seelisch beeindruckt bist. Also ich spreche hier mit keinem Arzt, der irgendwelche Fachkompetenzen hat oder dass Operationen nicht gut gemacht werden, sondern das soll einfach auf der seelischen Ebene ausgleichen und ist eben nicht im medizinischen Sinne zu verstehen und ersetzt natürlich auch keinen Arztbesuch. Nur, dass das nochmal festgelegt ist. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss und alles Gute.